Liebe Mitglieder der Freien Universität, Freiheit und Frieden sind ein hohes Gut, aber sie sind nicht selbstverständlich. Wir erleben in diesen Tagen völlig fassungslos, wie fragil Freiheit und Frieden auch hier in Europa sind. Keine 1000 Kilometer von Berlin entfernt steht ein unabhängiges Land in Flammen, weil Freiheit und Demokratie ein Dorn im Auge der Machthaber in Moskau sind. Wir fühlen Entsetzen, Ohnmacht und ja, auch Wut angesichts der Bilder und Berichte aus der Ukraine. Aber wir sind nicht ohnmächtig. Wir sind eine starke Gemeinschaft aus 40.000 Menschen, die an der Freien Universität studieren, lehren, forschen und einen Unterschied machen können in dieser schweren Zeit. Jede und jeder von uns, jeden Tag. Die Freie Universität Berlin verurteilt den Krieg der russischen Regierung aufs Schärfste und steht fest an der Seite der Menschen in der Ukraine. Genauso wie wir mit den vielen Menschen in Russland solidarisch sind, die mutig gegen diesen Krieg antreten. Die Freie Universität Berlin hat im Schulterschluss mit vielen Wissenschaftspartnern in Berlin, Deutschland und Europa alle Beziehungen zu Institutionen in Russland ausgesetzt. Das war eine schwere Entscheidung und sie schmerzt uns auch. Aber wir können angesichts dieses ungeheuerlichen Kriegs schlicht nicht wie bisher weitermachen. An die Kolleginnen und Kollegen und Studierenden in Russland, die gegen diesen Krieg sind, sage ich, ihr seid nicht allein. Wir werden Wege suchen und finden, euch den Rücken zu stärken. Wir lassen euch nicht im Stich. Und lassen Sie mich auch unmissverständlich klarstellen. An der Freien Universität sind und bleiben Menschen vollkommen unabhängig von ihrer Herkunft willkommen. Diffamierungen und Angriffen gegenüber russischen und belarussischen Mitgliedern unserer Universität werden wir uns entschieden entgegenstellen. Auch das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Gemeinsam erarbeiten wir gerade unbürokratische Hilfsangebote, um Studierende, um WissenschaftlerInnen auffangen zu können und um Perspektiven zu bieten. Liebe Universitätsmitglieder, bitte nehmen Sie sich neben dem zivilgesellschaftlichen Einsatz, dem sich so viele von Ihnen derzeit mit größtem Engagement widmen, hin und wieder auch Zeit für sich selbst und für Ihre Ängste und für die Ihnen Nahestehenden. Tanken Sie Kraft, neuen Mut und folgen Sie bitte weiterhin dem Motto gemeinsam verantwortlich handeln, das uns als Freie Universität nun schon seit 2 Jahren begleitet. Ich danke Ihnen persönlich und im Namen des Präsidiums für Ihr Engagement und Ihre Solidarität. Alles Gute!